Meine Damen und Gentlemen, ich darf präsentieren Spizero Entertainment Login. Yeah, Freunde, herzlich willkommen zu OSM. Wir sind hier bei Schalke, nächster Spieltag. Wir haben gleich kein Spiel gespielt. Ja, stimmt sogar. Kein Spiel gespielt. Das war eine ganz gemütliche Runde, deswegen wird der Part auch ein bisschen gemütlicher. Heute spielen wir gegen den Hamburger SV. Warum gibt es kein Big Mac SV? Wow, der war lustig. Oder so. Ja, wir sind ja stolzer Erster derzeit, einmal mit 2 Punkten Vorsprung. Unser Ziel ist Platz 3. Wir sind noch sehr, sehr früh in der Saison. Zu viel würde ich daraus jetzt nicht hochreden, aber man freut sich natürlich trotzdem ein bisschen. So, schauen wir mal, wie sich unsere Spieler so entwickeln. Salah schon ein 89er. Unglaublich, dieser Spieler, Goretzka 87 in 2 Tagen, wenn alles gut geht, 3. Kann man spielen das? Doch Kirchhoff gibt richtig Gas. Und Capino, ich weiß schon, dass Hildebrand nur 79 hat und dass wir eigentlich einen gescheiteren Torhüter bräuchten. Aber Freunde, wenn ich Capino auf 90 bringe, haben wir einen richtig guten Torhüter. Und um das geht es mir hier gerade. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir mal am Transfermarkt, weil das irgendwie nicht passt, aber doch passt oder so. Ja, wir haben Geld, das ist einmal fix, und zwar ziemlich viel. Insgesamt sind es 19.000 wäre traurig. Und damit können wir uns Lukaku nicht, nein, den können wir uns nicht leisten, aber Balotelli können wir uns auch nicht leisten, ganz, ganz knapp nicht. Balotelli neben Jesse, das wäre doch ein Sturm, oder? Das wäre schon ein Sturm. Andererseits haben wir mit Klaas-Jan Huntelaar einen ebenfalls sehr treffsicheren Stürmer derzeit und Salah trainiert auch ganz gut. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht so viel verändern im Sturm. Auch das Mittelfeld sehr stark, auch die Abwehr sehr stark, bei uns ist alles sehr stark. Wir brauchen wirklich nur einen Spieler in Ausnahmefällen, theoretisch. Ich meine, klar, ich könnte Balotelli holen und statt Huntelaar spielen lassen, weil wir Balotelli lieben, aber ich meine, wer liebt Balotelli nicht? Ich meine, er ist ein guter Stürmer, das darf man echt nicht sagen. Nee, das darf man nicht. Balotelli. Ja. Ja, auf jeden Fall haben wir eigentlich somit alles erledigt. Ich kann euch mal kurz unsere Aufstellung für das Spiel gegen HSV zeigen. Ich kann hier gar nicht viel verändern. Jeder denkt, Kirchhoff 83 stark, aber seht euch diese Abwehrreihe an, extrem gut. Hier wird bald Goretzka stehen. Dann werden wir Meier ein bisschen hoch trainieren. Der könnte Verfahren ersetzen, irgendwann mal. Und ja, das ist eigentlich, sonst gibt es nicht wirklich viel Verbesserungsbedarf. Ich finde diese Aufstellung richtig gut. Bis aufs Tor, da wird Capino bald stehen, bald. Das mit 79, das stört mich wirklich extremst. Aber es gibt, ich habe jetzt im Transfermarkt irgendwie nichts gesehen, was nach einem, sagen wir mal, guten Torhüter aussieht. Das hier ist ja wirklich eine Frechheit. Aber wir könnten ja auch mal probieren, wir haben ja ziemlich viel Geld und wir sind ein Verein, wir haben alles, wir brauchen nicht viel. In diesem Sinne könnte man doch durchaus einen anderen Verein, wie zum Beispiel, ich sollte mal kurz schauen, wer da immer online ist, bevor wir hier irgendwie Angebote verschicken. Gladbach, Frankfurt, Wolfsburg und Braunschweig dürfte auch öfters online sein und Bayern auch. Sonst schaut es aber nicht so gut aus mit den online sein. Das heißt, wir werden einmal an. Hui, Gladbach wird schwer. Ob wir da von Gladbach den Torhüter bekommen, Ter Stegen? Nee. Das wird nicht gehen, leider. Und auch von
Wohin wollte ich ihn jetzt? Warte, muss ich kurz über Reinhalle lesen. La, 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 la. Eintracht. Die haben ja gleich gar nicht so einen guten. Oh ja, Trapp haben sie. Den könnten wir uns leisten. Und zwar machen wir einfach ein ziemlich hohes Angebot. Ich sage jetzt einfach mal, Hausnummer das Doppelte, 10 Millionen. Und für das könnten wir ihn durchaus kriegen. Ich habe auch in der Zeitung gesehen, dass bereits Bayern Interesse gezeigt hat. Und meistens steht hier auch die genannte Summe. 8 Millionen. Wir haben 10,1 geboten. Ja, sollten wir ja eigentlich gewinnen, wenn es um das geht. So, und sonst steht hier eh nichts Interessantes. Ja, es war Pokal, deswegen nicht wundern, dass hier nur Mainz steht. Gab es sonst nicht viele Vereine. Und ja, dann würde ich sagen, der heutige Part ist schon zu Ende. Wir haben nicht wirklich viel machen können, da ein spielfreier Tag war. Freunde. Und auch so neigt ein schöner OSM-Tag sein Ende zu, ähnlich. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt mit einem leisen Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.